So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu unseren Diffusern. Ich habe hier unseren Deluxe-Diffuser. Eine graue Schale. Das Plastik ist auch nicht so schlimm, wenn er runterfällt. So. Stecken wir das mal ein. Dann könnt ihr das hier hinten. Seht ihr? Da hinten nochmal das Kabel rein. Und dann gibt es einen kurzen Klick und dann ist er bereit. So, unser Deluxe Diffuser, wie ihr das so seht, ist mit so kleinen Blümchen drauf. Den gibt es auch noch in einer anderen Variante, den habe ich aber jetzt leider nicht hier. So, unser Fassungsvermögen von dem ist 450 Milliliter. Ihr habt dann eine Maximalgrenze und da solltet ihr auch wirklich nicht drüber kommen, weil sonst geht er gar nicht erst an. Das musste ich dann auch mal feststellen. Und dann habt ihr unsere Öle dazu, ganz verschiedene. Das ist jetzt Orange Strawberry Melon, Sweet Eucalyptus Lime, Twinkle Twinkle ist was mit Lavendel. Ist persönlich nicht so meins, Lavendel. Coconut Sugar ist total süß. Eukalyptus Lavender Mint haben wir dann noch. Und noch viele andere. Und das ist noch Zitrus. Ich nehme im Moment in der Erkältungszeit am liebsten Sweet Eucalyptus Lime. Da macht ihr dann 2-3 Tropfen rein. Oder 4 oder 5, wie ihr möchtet. Bei mir steht hier neben dem Bett. Und den lasse ich dann in der Nacht laufen. Den könnt ihr dann hier anschalten. Dann könnt ihr die einzelnen Lichtmodi durchgehen oder ihr lasst den von alleine durch die Lichtmodis gehen. Sondern noch ganz nach hinten und dann wechselt er von ganz alleine die Farben, wie ihr seht. Lila, blau, jetzt wird es lila. Seht ihr nicht so gut, ne? So, und hier unten könnt ihr dann den Dampf einstellen. Sieht man es oder sieht man es nicht? Doch, jetzt sieht man es. Jetzt ist er auf volle Pulle. Ihr könnt ihn auf 1 runterfahren und dann kommt ein bisschen weniger Luft, Dampf raus. Der läuft bei mir die ganze Nacht durch, also 8-9 Stunden auf jeden Fall. Ich habe ihn dann auch volle Pulle und ich mache ihn dann auch, wenn er nachts läuft, aus vom Licht her. Der läuft auch super ohne Licht und es riecht sehr, sehr gut und das könnt ihr dann mit eurem Lieblingsduft machen und es ist einfach eine super Sache. Im Schlafzimmer, ihr habt ein bisschen mehr feuchtere Luft, es ist kein Luftbefeuchter, es ist halt nur ein Raumdiffuser. Die gibt es natürlich auch noch in Glas und da habe ich aber keinen von da, aber da schicke ich euch gleich ein paar Bilder rein. Bei Fragen, ihr wisst Bescheid, meldet euch!